Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, natürlich. Oder auch nicht. Okay, wir müssen diesen Riegel darunter kriegen. Dann machen wir erstmal den Riegel auf. So sollte es gehen. Ja, denke ich auch. Und jetzt können wir die Leiter runterlassen. Immer noch nicht. Sich immer noch nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was Sie meinen, draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Ich glaube, der Plan wird nicht so funktionieren, wie er sich das vorstellt. Ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Sie können wirklich. Was Tagebucheintrag gibt es am Ende. Da kann man sich nochmal die Infos zu den Dinosauriern ansehen. Das ist cool. Das ist echt cool. Schaffen wir es mit Gewalt. Das ist bestimmt vom Absturz. Warum fressen sie nicht einfach die toten Parasaurier? Gute Frage, gute Frage. Weil sie einen Jagdtrieb haben. Raptoren haben den stärksten Jagdtrieb von allen Dinosauriern und deswegen müssen sie permanent jagen. Jagen geht vor Fressen bei denen. Jetzt habe ich dir nicht zugehört. Was passiert jetzt? Okay, Sekunde. Da oben können wir noch nichts machen, denke ich mal. Mich wundert aber nur, dass wir hier oben trotzdem hin können, obwohl es hier anscheinend keine relevante Funktion gibt. Ach, warte mal, was haben wir denn hier? Was haben wir da? Ich denke nicht, dass sie es geschafft haben. Aber hoffen wir es erst. Das ist schon seltsam. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln, aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Strom abschalten. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Oh Gott. Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Und da muss ich im richtigen Augenblick dann sehr wahrscheinlich diesen scheiß Stab hochnehmen. Okay. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Ich hoffe das auch tatsächlich. Ach so, ich muss da draufklicken. Ja, ich bin so ein Depp. Okay. Ich hab's. Hätte noch kommen können. Okay. Leiter runter. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich draufspringe. Wie soll ich sie dann allein freigeben? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Des, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Okay, Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oh oh. Dad, was sollen wir tun? Nochmal, auf drei. Eins, zwei, nein! Oh Gott, was macht sie denn jetzt? Ja, dann rennt jetzt mal um euer Leben. Jetzt sie, Dr. Shock. Okay. Auf, du alter Haudegen. Ich glaube, Dr. Sorkin stirbt jetzt. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass die das nicht schafft. Aus dem Weg! Ich springe! Oh. Superheldenlandung. Hoch und rüber. Mir geht's gut. Ja, sie kommen. Also rennt. Oh Gott. Okay, wir scheinen es aber geschafft zu haben. Dr. Sorkin ist auch in Sicherheit. Dr. Harding, die Tür. Auf.
haben wir doch ganz souverän gelöst, das Problem. Möchte ich mal so behaupten. So. Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, Amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Okay. Was das Mädchen angeht, das will ich jetzt aber auch mal wissen. Wie ist sie rausgekommen? Hab sie mit dem Hintern voran rausgeschubst. Überrascht mich, dass du sie trotz Zeitnot gerettet hast, wenn man bedenkt, wie nett sie war. Wer sagt, dass ich sie gerettet habe? Naja. Vielleicht läuft da ja noch was bei Oscar und der Guten. Wie lautet der Plan? Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, Amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. So haben wir dieses Scheißding eigentlich repariert, wenn es jetzt wieder kaputt ist, ey. Das fühlt sich so, so als, keine Ahnung. Das ist so sinnlose Arbeit gewesen. Aber der Vogel hier ist cool. Wie heißt denn der nochmal? Der sieht zumindest aus wie dieser eine Vogel von den Looney Tunes, der immer von dem Kojoten verfolgt wird. Wie heißt denn dieses Vieh nochmal? Fällt mir gerade echt nicht ein. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Oh Gott, da haben wir irgendwas. Hier muss Oscar uns vom Wrack weggezogen haben. Mich hoffentlich zuerst. Okay, da haben wir auch noch was. Verdammt, da waren alle unsere Waffen. Roadrunner, genau, richtig. Stimmt, das war der Name, Roadrunner. Da kann nichts mehr explodieren. Ja, genau, das war der. Ist mir gerade nicht eingefallen, der Name. Ich sehe nach, ob's dem Mädchen gut geht. Den fand ich früher so genial. Was waren so eure Lieblings-Kinder-Trickserie? Das würde ich mal gern wissen. Wenn man so zurückdenkt, wo man halt noch relativ klein war. Bei mir war es auf jeden Fall Darkwing Duck gewesen damals, das weiß ich noch. Darkwing Duck war für mich alles. Ich meine, ich habe sogar mal alle Darkwing Duck-Folgen auf VHS aufgenommen. Müsste ich mal gucken, wo die sind. Ob ich die überhaupt noch habe. Ist das überhaupt legal, sowas aufzunehmen? Wenn nicht, dann habe ich es nicht gemacht. SpongeBob? Ja, stimmt, das haben auch viele geschaut. SpongeBob, das ist an mir komplett vorbeigegangen, leider. Genau so eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Sprüh dir mal Dino-Embryos ins Gesicht, ey. Gucken, was dann passiert. Oben kommt nicht viel raus. In einem Land vor unserer Zeit war auch ziemlich geil, ja. Mein Stiefbruder hat seine zwei. Aber das war schon ein schlimmer Film. Ich frage mich. Die schlimmste Stelle ist, als Littlefoot diesen Felsen sieht und der sieht aus wie seine Mutter und dann merkt er aber, dass die Mutter gar nicht da ist, weil die ja tot ist. Und das ist schon sehr, sehr traurig, der Film. Sehr traurig. Aber auch ziemlich cool, was so Moralen angeht, ne? Was Freundschaft betrifft und sowas. Da war das echt schon geil. Ein Geheimversteck. Aber für was? Ich glaube, aufnehmen ist legal. Aber das dann verkaufen ist illegal. Das kann schon sein, ja, das kann schon sein. T-Rex verzieht sich.
Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Wie Oscar guckt. Der hat gerade geguckt wie Donald Trump, ey. Aber alles, was drin war, auch unsere Waffe. Ich liebe Oscar. Keine Dino-Spuren, keine Nesten. Ich hätte gern so eine Oscar-Figur. Wenn es Oscar irgendwo geben würde als Figur, müsst ihr mir das unbedingt schreiben. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Und was jetzt? Danke fürs Retten. Ja, man kann schon mal Danke sagen, oder? Dass du mich vom Feuer weggezogen hast, Mann. Hätte ich gewusst, dass du sentimental wirst, würdest du jetzt noch da liegen. Überrascht mich, dass du das Mädchen gerettet hast. Ach, Oscar, ey. Leicht. Auch meinetwegen. Aber wenn sie jetzt nochmal frech wird, kann ich sie guten Gewissens töten. Ich glaube, dass Oscar nämlich doch eigentlich ein ganz großes Herz hat. Und eventuell, wer weiß, wird er noch ihr Herz brechen. Und dann bekommen wir hier noch eine Live-Love-Story von den beiden. Mal schauen, ob da noch was draus wird. Wir versuchen, das Ding noch zu reißen. Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Dios mio. Sie können Türen öffnen. Sie können Türen öffnen, das stimmt. Oh Gott, okay. Ich wette, bei den Raptoren gibt es jetzt sehr viele Schleichpassagen. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ach, Oscar, ey. Den einen packst du. Einfach einen Schwitzkasten nehmen. Oh. Der knuspert aber gerade an dem Parasaurolophus rum hier. Okay, oh Gott, jetzt haben wir hier wieder ganz viele Möglichkeiten. Was machen wir denn? Ach, er will ihn einsperren. Ist das das, was er möchte? Schnell, 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 Oscar, ey. Okay, dann, was haben wir hier unten? Verdammt! Oh, oh. Sie können Türen öffnen. Kapitel abgeschlossen. Es gibt keine Oscar-Figur, echt nicht. Dad, sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Es ist aber eine riesige Lücke im Merchandise. Ja, als ob er das nicht schaffen würde. Clever. Okay, wir müssen... Wieso gehen wir nicht einfach außen rum? Also wieso gehen wir nicht einfach... Ja, hier rein. Sind die Raptoren da drin? Und die Tür würde ich auch wieder zumachen hinter mir. Lieber Oscar. Ay, Dios mio. Warum bin ich nicht tot? Sie haben mich zurückgelassen.
Idiotas. Okay, das sollten wir mal mitnehmen. Wo ist die Dose? Ach stimmt, die ist ja gar nicht mehr da drin. Haha. Ja, der ganze Zirkus für nichts. Das gehört mir. Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Herr damit. Sofort. Ich hab auch keinen Rasierschaum mehr. Stört sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zütteln. Nicht zütteln, hat sie gesagt. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Embryos, ja komm, sagen wir es ihm einfach, oder? Ich meine, wir stecken alle in der gleichen Scheiße. Embryos, Dinosaurier. Wir sollten anfangen, die Wahrheit zu erzählen. Embryos, ja? Wow, ich wusste, dass sie irgendwas im Schilde führen, aber das ist ziemlich clever, muss ich zugeben. InGen wird begeistert sein, wenn ich die mitbringe. Ohne sich kaum. Hören Sie, Jogger. Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Wir sollten ihn einfach mal bedrohen. Nee. Ja, ich denke auch, dass er eher scharf auf Geld sein könnte, oder? Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. Erzähl ihm irgendwas, Hauptsache er glaubt es. InGen klopft ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich verkaufe ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay, reden Sie weiter. Weil ich meine, die ist ja schon viel länger unterwegs als vorgesehen. Muss das Kühlmittel in der Dose nicht längst leer sein? Ich glaube halt auch. Ich meine auch. Was wurde denn am Anfang gesagt? Dutchner hat doch, glaube ich, erklärt, wie lange das Kühlmittel hält. Ich meine, es waren mehrere Stunden, oder? Oder was wesentlich länger? Nee, es war wahrscheinlich noch viel länger, oder? Keine Ahnung. Aber es wurde auf jeden Fall gesagt, wie lange die Dose hält. 48 Stunden, das sind 2 Tage, ja. Ja, müsste eigentlich langsam leer sein, das stimmt. Wir bedrohen ihn einfach mal, komm. Machen mir keine Angst. Ich weiß. Aber vielleicht haben Sie recht. Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und ich werde Ihnen keine Probleme mehr machen. Jeder hat also was davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu Ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar. Hi, servus. Ja, kein Ding, dass du 2 Stunden zu spät bist. Ich habe ja auch eigentlich, ja, schon extrem früh angefangen. Aber leider geht's aktuell nicht später. Das wird sich aber auch bald ändern. Dann kann ich dann eher mal abends so einen Stream machen, was auch irgendwie sinnvoller wäre. Aber die Videos können trotzdem nachgeholt werden. Auf YouTube oder halt auch noch hier auf Twitch. Also verpassen wirst du da nichts. Wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden. Radiosender, diese Gänge. Ja, die Gänge. Was ist denn das? Keine Angst, Jess.
Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen her? Abends gucken auch viel mehr Leute zu. Ja, das, ja klar, die meisten müssen ja arbeiten um die Uhrzeit oder halt Schule oder Uni oder was auch immer. Aber ich bin ja nicht so aktiv auf Twitch, ob da jetzt wirklich so viele Leute zugucken würden, das weiß ich auch nicht. Werden wir aber dann mal sehen. Jetzt so, keine Ahnung, in 2 Wochen circa, da kann ich das dann alles umswitchen und da ist dann eher so abends meine Zeit. Und dafür habe ich dann halt morgens keine Zeit mehr. Das ist dann halt bisschen angenehmer. Ihre Radiosendung, was ist denn mit der Radiosendung? Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner... Hallo und schönen guten Tag. Wünsche ich dir auch einen wunderschönen guten Tag. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich hoffe, das Wetter bei dir ist besser als hier aktuell, obwohl inzwischen geht's, glaube ich, sogar wieder. Er hat mich angefleht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Die Gänge sehen aus wie aus der Serie, das stimmt schon. Deshalb war es wohl nur ein Traum. Ja, die werden da auch so ein paar Designs noch von anderen Spielen vielleicht übernommen haben. Oh. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Mhm. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Ingen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten. Das sah aber mehr aus wie ein Raptor, würde ich mal sagen. Gehen wir in die richtige Richtung. Warum sind sie nicht der Boss? Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen. Warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt, ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen. Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dino-Blut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Das wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammonds keine Kostenscheuen-Philosophie ihrer Grenzen. Genau, Henry... Dr. Wu schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten. Aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Tja, wäre das andersrum gelaufen, hätten wir vielleicht nie so ein Chaos in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World bekommen. Wir werden es nie erfahren. Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? Ingen sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wie... Ja, vor allem auf einer Dino-Insel, Mann. Leute... Wo hatten Sie sie zuletzt? Die riechen doch sowas. Tasche, dachte ich zumindest. Vielleicht sind sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Ich hab's Gefühl, dass gleich irgendwas passiert. Oh, sie hat die geklaut. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Wir könnten alle eine Pause brauchen. Ich weiß nicht, wie lange die Embryos noch überleben. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oscar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oscar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben, egal was passiert. Da ist er ja schon wieder. Andererseits, vielleicht haben Sie recht. Na los, wir müssen hier weg. Keine Zeit, verstecken! Auf den T-Rex greifen die aber oft zurück in dem Spiel, ne? Oh. Ja, komm, der Sturz. Das macht dir nichts. Ach ja, okay. Das ist schon sehr ekelhaft. Weg ist er. Okay. Lass mich in Ruhe, blöde
Oh, oh. Ei. Und jetzt weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, haben wir auch geschafft. Laura könnte auch in Biosyn arbeiten. Arbeiterin sein, 100%. Das stimmt, das stimmt. Die hätte man auch mit einbauen können. Aber da das Spiel halt eben nicht Kanon ist und auch nicht Kanon war, hat man ja keine Figuren mehr von eingebunden. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt die Geschichte von dem Spiel hier, von der reinen Story her, besser als das, was Jurassic World uns erzählt hat. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Die Lysin-Kontingenz aufgehoben. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. Ja, stimmt. Können Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Eigentlich hat sie recht, aber es gibt auch, einmal Flugsaurier und du weißt ja nicht, wer versucht, von der Insel Saurier zu entführen. Und hätte das jemand geschafft, dann wären die eben einfach gestorben nach einer bestimmten Zeit. Und deswegen hat der Plan schon Sinn gemacht, dass die Saurier dieses Lysin dafür brauchen, um zu überleben. Also, Seien Sie ehrlich. Sie haben die Lysin-Kontingenz der Pteranodonne aufgehoben. Nein, meine Formel zählt ausschließlich auf die Überordnung der Dinosaurier ab. Hätte ich die Pteranodone einkalkuliert, hätte das vielleicht auch Auswirkungen auf andere Reptilien gehabt. Na, immerhin etwas. Aber wenn ich so darüber nachdenke, bräuchte es bloß eine kleine Änderung, um nur auf Pteranodone oder eine sonstige Spezies abzuzielen. Ich bräuchte nicht mal ein komplettes Labor. Muss ich Jess bitten, Ihnen auf die Toilette zu folgen? So weit kommt es nicht. Wenn ich das mache, dann nicht heimlich. Und ich lasse Sie definitiv aus dem Spiel. Tut mir leid, wie es das letzte Mal gelaufen ist. Tja, danke für die Entschuldigung, aber es geht hier nicht um mich. Wenn man sie umsiedelt, das habe ich gemeint, genau. Sicher ist das Meer eine natürliche Grenze, aber wie wollen Sie garantieren, dass Ingen nicht ein paar Dinosaurier an einen weniger isolierten Ort umsiedelt? Hören Sie, ich erzähle Ingen alles, wenn wir von der Insel runter sind. Dann können die in Ruhe entscheiden, ob und wohin sie die Dinosaurier umsiedeln wollen. Also in dieser Geschichte, wenn wir jetzt einfach mal Jurassic World ausblenden und sagen, ey, wir packen diese Geschichte in die Original Jurassic Park Trilogie mit rein, ist die daran schuld, dass die Saurier nicht mehr aufgrund des Lysinmangels gestorben sind? Stimmt das so? Aber das war doch auf Anlage B gewesen. Auf Anlage A weiß man nicht. Der Vater hat Jurassic World vorhergesagt. Achso, vorhergesagt. Ja, er wollte uns warnen. Das ist richtig, das stimmt. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. Sowas ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt Wenn ihr die Doku Prehistoric Kingdom gesehen hättet oder habt von Apple TV Plus, da sieht man, dass Forscher davon ausgehen, dass der T-Rex sogar schwimmen konnte. Der hat dann eben nur mit seinen Beinen gestrampelt, ne, weil die Hände waren halt nicht so hilfreich, aber sogar der konnte scheinbar schwimmen. Und das sollte so eine Forscherin aber eigentlich auch bedenken, dass so Tiere schwimmen können. Ich meine, wenn Elefanten schwimmen können, warum sollte dann ein Triceratops nicht schwimmen können als Beispiel? Wie weit die jetzt dann kommen würden, die würden nie ans Festland kommen, das glaube ich nicht. Aber ja, der Lysin-Plan ist schon irgendwie recht based gewesen, oder? Wenn man sich überlegt, was in Jurassic World alles passiert, wäre nicht passiert, wenn der Lysin-Plan wirklich genauso durchgesetzt worden wäre, wie er eigentlich geplant gewesen war. Naja. In dem Buch wird die Insel hochgejagt, ja. Aber das ist ja wieder alles was ganz anderes. Es ist ein bisschen kompliziert. Du hast einmal den Buchkanon,
Der geht aber nur über das Buch Jurassic Park und The Lost World, also die beiden Bücher, die gehören dann zusammen. Im Filmkanon hast du eben 1, 2 und 3 und Jurassic World 1, 2 und 3. Das hier gehört nirgendwo mit dazu. Da hat Telltale einfach nur die Rechte bekommen an der Marke Jurassic Park und die haben gesagt, wir machen jetzt irgendein Spiel und haben sich dann aber freiwillig dazu entschieden, dass das Spiel in die Trilogie reinpasst. Aber das hier ist offiziell nicht Kanon von Universal-Seite aus. Also das wurde nie in den Kanon mit aufgenommen von offizieller Seite aus. Nur von den Fans, die halt gemeint haben, ja, wir finden die Story ganz geil. Also nehmen wir das mal mit in die Originaltrilogie mit rein. Und es passt ja auch. Ich meine, die Geschichte hier passt ja perfekt in die Trilogie mit rein. Zu Jurassic World weiß ich jetzt noch nicht, ob das mit reinpassen könnte. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Nee, kann schon mal nicht reinpassen. Wir haben nämlich gestern im Stream gelernt, dass vom Besucherzentrum der Haupteingang komplett zerstört wurde in diesem Spiel hier. In Jurassic World gehen sie ja auch zurück in den Jurassic Park und in das Besucherzentrum. Und da ist aber noch alles ganz, also halt verwittert und sowas, aber die Tür ist noch mit drin. Das ist schon mal ein erster Hinweis daran, dass das nicht zur richtigen Reihe gehört. Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Der T-Rex ist im Buch auch geschwommen, aber es wird ja mehr erklärt, dass der aus diesem Fluss rauskommt, ne? Dass die da mit dem Boot langfahren. Und ja doch, der musste auch geschwommen sein, logisch, klar, sonst wäre er ja nicht an Land gekommen. Es geht hier bei der Diskussion auch, glaube ich, mehr darum, wie weit die Saurier wirklich schwimmen können. Ich glaube, auch ein T-Rex würde nicht von der Insel Isla Nublar bis ans Festland von Costa Rica kommen. Von der Entfernung her. Das wäre dann doch ein bisschen krass. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig. Angesichts unserer Verantwortung. Nee, würde er auch nicht. Nur Oscar kann von der Isla Nublar runterschwimmen, ohne Arme und Beine zu benutzen. Oscar schwimmt mit den Ohrläppchen, die gehen dann wie so Turbinen los und dann zieht er einmal quer über die tiefe See. Aber geht es nicht darum, sie zu töten? Es geht darum, sie zu töten, ja. Wenn sie nicht mit Lysin versorgt werden. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wunderschönen guten Tag. Wünsche ich dir auch. Für die Arbeit für Sie vielleicht. Hoffe, du hattest einen angenehmen Start in den Tag. Nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt. Wir haben ja auch bald schon wieder Wochenende, ne? Morgen wird's krass. Morgen früh bekomme ich meinen Hund. Ich bekomme morgen früh einen Husky. Tatsächlich, das wird nochmal ein bisschen was über den Haufen werfen, glaube ich, weil der noch relativ klein ist. Also der ist erst so groß und der wird noch machen, was er will und ja, kann sein, dass dann erstmal ein bisschen weniger Content kommt. Aber ich werde diesen Hund erstmal erziehen müssen. Wie Owen, wahrscheinlich mit der Hand. So, erziehst du den Hund. Nee, mal gucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bekomme ich morgen früh den Hund. Das war Henry Wu's Idee. Mit dem Lysin, das stimmt, ja. Das ist mein Lebenswerk, hast du schon erzählt. Die Diskussion bringt nichts, bla bla bla. Bringt's eigentlich auch nicht, ne? Es ist sinnlos, weiter darüber zu diskutieren. Einigen wir uns einfach darauf, dass wir uns uneinig sind, okay? Okay, aber ich muss es Ingen sagen, wenn das hier vorbei ist. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Cass, wo warst du? Ja, Huskies sind auch süß. Huskies sind schon tolle Hunde und ich wollte immer schon einen Husky haben. Und hab mir einfach irgendwann gesagt, weißt du was, mach halt einfach mal. So, man wägt ja immer gern mal ab, aber was, wenn das passiert? Was, wenn das passiert? Jetzt habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, scheiß drauf. Andere bekommen es ja auch hin. Und der Hund muss halt sehr viel raus, ne? Das ist, der muss halt sehr früh raus. Auch gerade bei der Hitze, damit er halt die Pfoten sich auch nicht auf dem Asphalt verbrennt und sowas. Oh Gott. Aber da haben wir uns schon ein bisschen informiert, wie wir das am schlauesten machen. Haben unsere Autos jetzt auch schon hundesicher gemacht. Und weil ich eh so ein chronischer Frühaufsteher bin. Wenn ich sage früh aufstehen, meine ich wirklich so um 5 Uhr morgens manchmal. Auch wenn ich nicht arbeiten muss. Das habe ich mir irgendwie in der Schulzeit so ein bisschen antrainiert. Oh Gott. Oh ja.
Als ob er sich jetzt auf diese Frau stürzen würde. Nicht bewegen. Oh, die Maus. Das war nix. Halt still. Das war knapp. Oh, echt? Das ging jetzt aber doch schneller als gewollt. Ach komm, das zweite Mal schaffe ich nie, ey. Auf jetzt. Konzentration. Ich hab doch zweimal gedrückt. Wieso geht das denn nicht? Och Mann, okay, dritter Versuch. Diesmal klappt's aber. Lecker, Frau to go. Ja, richtig. Ich muss da ein bisschen fester, glaube ich, draufdrücken. Ich bin da zu... Musste richtig draufhämmern. Auf die Tastatur. Oh Gott, das war knapp. Ja, wieder nicht. Okay, aber jetzt klappt's beim Hochgehen. Nein, die haben immer Hunger. Schnell weg hier. Oh Gott, der letzte war wohl ein Fehltritt. Der Rex rennt einfach mal nebenher. Und... Uiuiui, okay. Scheiße. Oh Gott, es geht direkt weiter. Kommt der da nicht durch, oder was? Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich